Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil der Joomla 3 Anfängerhilfe. Heute geht es darum, den Rang in den Suchergebnislisten von diversen Suchmaschinen zu verbessern. Ich fokussiere mich heute darauf, auf die Möglichkeiten, die Joomla von Haus aus schon mitbringt. Bevor ich allerdings mit diesem Tutorial beginne, möchte ich noch auf eine Kleinigkeit hinweisen. Und zwar, ich habe in den vergangenen Tagen ein Video gemacht, um die Seitenladegeschwindigkeit zu verbessern mit Hilfe von einem Plugin. Das hat leider nicht so funktioniert, wie es geplant war bzw. erhofft war. Alle, die sich dieses Video bereits angesehen haben, würde ich bitten, die ersten 2 Minuten von diesem Video nochmal anzusehen. Ich habe das Video geupdatet und habe am Anfang noch eine Erklärung hinzugefügt. Ist wirklich wichtig, bevor da etwas schief geht. So, jetzt zurück zu unserem eigentlichen Thema. So, wie schon angedeutet, es geht heute um SEO. Suchmaschinenoptimierung, SEO steht für Search Engine Optimization. SEO ist ein Teil von SEM, Search Engine Marketing. Und Search Engine Marketing besteht eben aus 2 Sachen, eben aus der Suchmaschinenoptimierung und auch der Suchmaschinenwerbung. Suchmaschinenwerbung hat die Abkürzung SEA, aber wir konzentrieren uns heute nur auf das SEO, Suchmaschinenoptimierung. Wem das Gebiet mehr interessiert, das ein bisschen theoretischer haben möchte, ich habe dazu ein paar Videos schon in meinem Kanal veröffentlicht. Da wird das Ganze einmal theoretisch abgehandelt, zumindest zum Teil. Unser Ziel ist es heute, unsere Seite so vorzubereiten, dass wir unser Ranking bei diversen Suchmaschinen verbessern. Die Faktoren, die in dieses Ranking reinspielen, sind ein streng gehütetes Geheimnis von den jeweiligen Suchmaschinen. Auf dem deutschen Markt dominiert sowieso Google. Es gibt genug Analysen von Google, beziehungsweise was hat sich positiv aufs Ranking ausgewirkt, was hat sich negativ ausgewirkt, dass man die Hauptbestandteile mittlerweile weiß, was sich halt positiv aufs Google-Ranking auswirken. So, bevor ich da jetzt da weitermache, also mal anfangen mit dem Tutorial, muss noch ein bisschen Theorie in dem Video untergebracht werden. Google durchsucht ja unsere Webseiten im Internet. Diese Programme, die unsere Webseiten durchsuchen, nennt man Spider, Bots oder Robots. Wie funktioniert das? Nehmen wir mal an, wir sind der Bot. Wir sehen jetzt diese Homepage von mir vor uns. Der Bot durchsucht zuerst einmal die ganzen Links, welche Links sind überhaupt vorhanden, wo führen die Links hin, speichert die ganzen ab, dann durchsucht er den Content und natürlich auch die ganzen Metadaten, die wir für unsere Homepage hinterlegt haben. Die Metadaten sind ganz wichtig. Das sind kurze, prägnante Texte, vorzugsweise mit den richtigen Schlüsselwörtern, die ebenfalls dann auch im Text, im Content vorkommen sollen. Auf was Google ebenfalls achtet, ich meine, das sind alles Theorien, weil, wie gesagt, Google gibt diese Informationen nicht nach außen hin, aber Google hat die künstliche Intelligenz jetzt so weit, dass der Bot schaut, ob unsere Seitenbeschreibung, die wir eingeben, tatsächlich auch was mit unserem Content zu tun hat. Nehmen wir mal an, ich habe hier eine Joomla-Seite, ich habe eine Meta-Beschreibung im Backend eingetragen, die halt auf Joomla passt und habe hier ständig irgendwelche Beiträge drinnen über Autotuning, Motorradtuning, PC-Zusammenbau. Also alles, was halt nicht direkt mit Joomla zu tun hat. Man kann sowas natürlich unterbringen, aber man soll halt auch aufpassen, dass das nicht zu viel wird. Wird es nämlich für den Bot zu viel, entscheidet er, dass diese Seite nicht wert ist, in den vordersten Plätzen angezeigt zu werden, weil einfach ein zu großer Mischmasch von den Themen auf dieser Seite halt stattfindet. In einem der letzten Videos habe ich euch ja schon gezeigt, wie ihr Einfluss nehmen könnt auf das, was Google halt den Suchenden präsentiert, wie das halt dargestellt wird, wie die Überschrift definiert wird, wie diese Kurzbeschreibung überhaupt zu Google kommt, warum diese überhaupt angezeigt wird. Ich werde das Video jetzt ebenfalls hier verlinken. Für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben, könnt ihr euch das angucken. Aber jetzt genug gequatscht. Schauen wir uns mal an, wie die Verwaltung der Metadaten bei Joomla funktioniert. Und wenn du mit einer Seite anfängst, dann beginnst du normalerweise damit, die globalen Metadaten für deine Seite zu konfigurieren und festzulegen. Dafür wechseln wir auf System und Konfiguration. So, und wenn wir auf dieser Seite jetzt ganz nach unten scrollen, sehen wir die globalen Metadaten,
die wir einstellen können. Wenn ihr mit der Maus über die Metabeschreibung drüber geht, dann bekommt ihr einen kleinen Hilfetext. Haltet euch an diesen Vorschlag, weil der ist nicht schlecht. Das Maximum von 20 Wörtern. Es soll eine sinnvolle Beschreibung sein. Es sollen keine einzelnen Wörter sein, sondern eine Beschreibung von der Homepage. Vorzugsweise natürlich schon mit recherchierten Schlüsselwörtern. Ich habe noch keine Schlüsselwörter recherchiert. Ich mache das jetzt frei Schnauze. So, ich habe da jetzt etwas eingetragen, und zwar die Meta-Beschreibung, oder sagen wir so, der globale Meta-Tag für diese Seite ist: auf dieser Seite findest du anfängergerechte Schritt-für-Schritt-Anleitungen für Joomla 3 und den dazugehörigen Erweiterungen. Wir speichern das Ganze jetzt einmal ab. So, wir haben das jetzt da unten drin stehen in der Meta-Beschreibung. Wir gehen zurück zu unserem Frontend, laden die Seite neu. Das habe ich mit einem Klick auf Home getan. Mache einen Rechtsklick auf die Seite, sage Seitenquelltext anzeigen, drücke STRG und F wie Friedrich und gebe ein Description. Und hier finden wir den Meta-Tag, den wir gerade global für diese Seite gesetzt haben. Ich schließe das wieder. Diesen Meta-Tag, das ist das allererste, was der Spider-Crawler oder Robot von Google erfasst, genauso wie die Schlüsselwörter darunter. Bei den Schlüsselwörtern, ja, was soll ich da sagen? Da ist man sich nicht mehr ganz sicher, ob die überhaupt noch hilfreich sind. Ich würde die auf alle Fälle mit anlegen, schaden können sie nicht. Die verbreitete Meinung ist, dass Google diese Schlüsselwörter zum Großteil ignoriert, weil früher ganz einfach, ja, sage ich mal, Schindluder damit getrieben wurde. Man wurde auf Seiten, oder Google hat auf Seiten verlinkt, die ganz einfach 300, 400, 500 Schlüsselwörter beinhaltet haben und so gut wie alles abgedeckt haben, was man eventuell suchen könnte. Und damit haben die Seiten zusätzliche Besucher gezogen. Für die Meta-Schlüsselwörter muss man natürlich eine Keyword-Recherche durchführen. Wie das funktioniert, zeige ich in einem separaten Video. Das würde jetzt da den Rahmen von diesem Video sprengen. Die Schlüsselwörter, die ihr hier eingebt, die müsst ihr mit einem Komma trennen. Zum Beispiel Joomla 3. Anfänger und so weiter. Darunter haben wir die Einstellung für den Robot. Da gibt es 4 Einstellungen, die möglich sind: Index Follow, No Index Follow, Index No Follow und No Index No Follow. Was bedeutet das? Beginnen wir oben. Index und Follow bedeutet, diese Seite, da das jetzt da die globalen Einstellungen sind, betrifft das jetzt unsere ganze Seite. Index bedeutet, diese Seite soll indexiert werden. Wer jetzt nicht weiß, was indexieren heißt, guckt euch bitte die SEO-Videos an, die ich bereits hochgeladen habe. Da wird es genau erklärt, was das bedeutet. Das bedeutet halt, die Seite wird bei Google indexiert, und Follow bedeutet, jedem Link, der auf dieser Seite zu finden ist, dem wird gefolgt. Die nächste Einstellung bedeutet, diese Seite wird nicht indexiert, aber den Links auf dieser Seite sollst du folgen. Dann gibt es nur die Möglichkeit, diese Seite zu indexieren, den Links aber nicht zu folgen. Und das komplette Aus für den Google Robot ist nicht indexieren und nicht folgen, sprich komplett ignorieren. Das sind zwar gut gemeinte Einstellungen, sie funktionieren auch für die großen Suchmaschinen. Es gibt aber einige Suchmaschinen, die diese Einstellungen komplett ignorieren. Das sei halt nur dazu gesagt. Ich sage natürlich generell, wenn nicht anders halt konfiguriert, soll der Robot meine Seite indexieren bzw. folgen. Dann kann man hier darunter noch ein Copyright vergeben. Das bleibt natürlich euch überlassen, ob ihr das macht oder nicht. Und darunter wiederum haben wir die Möglichkeit, den Author-Tag anzeigen zu lassen. Ich sage da jetzt einmal Nein. Und genauso die Joomla-Version, dass die angezeigt wird. Da sage ich ebenfalls Nein. Beim Author-Tag möchte ich nicht, dass im Internet ständig mein Name auftaucht, weil bei jedem Beitrag, den ich schreibe, würde mein Name dann dabei stehen. Darum schalte ich das aus. Und die Joomla-Version soll nicht angezeigt werden, um eventuellen Script-Kiddies das Hacken meiner Seite zu erleichtern, beziehungsweise das Ausnutzen etwaiger Exploits. Also ich kann das nur empfehlen, Joomla-Version anzeigen auf alle Fälle auf Nein zu lassen. Und wem das nicht wirklich weiterhilft, weil er einen bekannten Namen hat, den Author-Tag ebenfalls zu deaktivieren. So, können wir das jetzt speichern. So, nachdem wir das jetzt da gespeichert haben, wechseln wir wieder ins Frontend. Ich lade die Seite einmal neu, und ich habe euch ja im letzten Video schon mal gezeigt, die Beschreibung der Seite, das ist eben dieses hier, das ist die Description, die wir jetzt eingefügt haben, und die Schlüsselwörter,
über die man sich momentan nicht sicher ist, ob die von Google überhaupt noch beachtet werden. Die findet man jetzt ebenfalls im Seitenquelltext. Da suchen wir jetzt ganz einfach einmal danach. Und zwar, da haben wir schon die Keywords. Da habe ich eben zwei eingetragen. Einmal Joomla 3, einmal Anfänger. Wie gesagt, diese Wörter habe ich jetzt nicht durch eine Keyword-Recherche erhalten, sondern die habe ich jetzt einfach eingetragen, um irgendetwas einzutragen, um euch das halt zu zeigen, wo das dann zu finden ist. So, die Einstellungen, die wir jetzt für global für unsere Seite getroffen haben, wirken sich auf die komplette Seite aus, wenn wir die Meta-Beschreibung nicht noch woanders definiert haben. Das zeige ich euch jetzt. Bevor ich euch das zeige, möchte ich noch auf einen Punkt in der Konfiguration hinweisen, nämlich wir haben hier noch Seitenname auch im Titel anzeigen. Der steht momentan auf Nein. Am besten sieht man es, wenn man rechts oben bei Firefox guckt. Bei Home habe ich noch nichts definiert. Bei Joomla Basics habe ich das letzte Mal schon etwas definiert, und zwar Schritt für Schritt zum Erfolg. Und es besteht halt auch noch die Möglichkeit, den Seitentitel hier oben anzeigen zu lassen. Das kann eventuell ebenfalls das Ranking bei den Suchmaschinen verbessern. Seitenname auch im Titel. Und da sage ich jetzt ganz einfach danach und ich speichere das ab. So, das wurde gespeichert. Jetzt wechsle ich wieder auf mein Frontend. Ich bin im Home-Bereich und drücke ganz einfach einmal F5. Behalte jetzt links oben im Browser die Zeile. Da steht momentan Home, Mozilla, Firefox. Ich refreshe die Seite jetzt und jetzt steht Home, Bonnie and Clyde 2011 und dann erst Mozilla, Firefox. Genau dasselbe würde steht auch hier, Home, Bonnie and Clyde. Jetzt gehen wir weiter und jetzt versuche ich euch das zu erklären, wie das sich damit verhält mit den globalen Metadaten oder Metabeschreibungen, die wir gerade eingefügt haben. Das ist ganz wichtig, dass das eingefügt wird. Ich habe euch zwar gezeigt, wie man das in die Menüpunkte einfügen kann. Wenn ich hier bei Main Menü gucke, haben wir bei Joomla Basics, na, wenn es aufgeht, das letzte Mal die erweiterten Optionen und dann die Seitenanzeige aufgerufen. Joomla Basics, Schritt für Schritt zum Erfolg. Das ist das, was wir gerade eben hier oben schon gesehen haben. Schritt für Schritt zum Erfolg. Beziehungsweise im Tab wird es ebenfalls angedeutet. Und dahinter findet man dann wieder den Seitennamen der eigenen Homepage. Das bedeutet also, falls wir die Metabeschreibung im Menü ändern, so wie wir es hier getan haben, ich habe hier den Seitentitel im Browser eingetragen, dann werden die globalen Einstellungen überschrieben. Wir gehen mal hier raus und wir gucken uns Home an, weil Home wurde von mir noch nicht bearbeitet. Gehe wieder auf die erweiterten Einstellungen, schließe mal die Kategorieoptionen und gehe hier zur Seitenanzeige. Seitentitel im Browser wurde hier noch nicht definiert und genauso gut sind hier die Meta, ist hier die Meta-Beschreibung nicht definiert. Also wenn ich das nicht eintrage, dann greift Joomla auf die globalen Einstellungen zurück. Falls ich hier etwas eintrage, überschreibt er für diesen Menüpunkt in diesem Fall die globalen Einstellungen. Ich kann das ganz gerne zeigen. Ich gehe hier auf Home. Lass mir den Seitenquelltext anzeigen und suche nach Description und habe hier, auf dieser Seite findest du anfängergerechte Schritt-für-Schritt-Anleitungen für Joomla 3 und so weiter. Jetzt bin ich ja im Backend bei der Meta-Beschreibung für den Menüpunkt Home, den ich ja im Frontend geöffnet habe und schreibe hier rein 3x Test, weil das kommt sicher nicht vor in dieser Form und speichere das Ganze ab. Jetzt wechseln wir zurück ins Frontend. Wir müssen natürlich das Frontend jetzt refreshen. Ich bin immer noch auf Home. Das mache ich mit F5. Und wenn wir uns jetzt den Seitenquelltext anzeigen lassen und ich suche nach Description, dann finde ich nicht mehr die globale Einstellung, sondern mein Test wird jetzt als Beschreibung für diesen Menüpunkt hinterlegt. Es gibt ja die Möglichkeit, dass ich mehrere Menüpunkte unter einem Menüpunkt zusammenfasse, so wie hier. Dann kann ich die Beschreibung zum Beispiel über den Menüpunkt Joomla Basics für alle weiteren Menüpunkte festlegen. Oder ich kann natürlich auch im Backend, ich schließe das mal, über den Inhalt, über die Beiträge selbst, wenn ich einen Beitrag schreibe, habe ich ja ebenfalls die Möglichkeit, die Meta-Beschreibung einzufügen. Und dazu habe ich hier oben einen Reiter, da steht Metadaten. Und dann kann ich
nur für diesen einzelnen Beitrag eine spezielle Meta-Beschreibung definieren. Meta-Schlüsselwörter, kann sogar die Robots einstellen. Die steht momentan auf globale Einstellungen und kann natürlich das dann halt abändern auf No-Index oder und No-Follow, je nachdem, wie man das gerade braucht. Ich lasse das jetzt hier auf die globalen Einstellungen. Man kann hier dann auch noch den Autor hinterlegen, das Copyright und so weiter. So, das schließe ich ebenfalls und wechsle zurück zur Hauptansicht. So, also wir sehen schon, je mehr Informationen wir einer Suchmaschine zur Verfügung stellt, umso dankbarer, unter Anführungszeichen, zeigt sich dann diese Suchmaschine, indem dass sie uns besser bewertet. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Beiträge selbst. Ich hoffe, ich wähle jetzt einen ordentlichen Beitrag aus, wo ich das auch schon alles angelegt habe. Da habe ich ja gesagt, könnt ihr Meta-Beschreibung einfügen. Und ihr habt zum Beispiel Bilder, die ihr hochgeladen habt, auf euren Webspace und in eure Beiträge verlinkt habt. Ich gehe jetzt mal hier auf Bildeigenschaften. Dieses Bild trägt den Namen Praline. Okay, das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel. Habe hier noch weitere Bilder. Wir machen das ganz anders. Ich zeige euch das am eigentlichen Content. Und zwar Joomla 3 auf Webspace hochladen. Habe ich schon Content angefertigt. Man kann hier wieder die Metadaten eintragen, was bei mir nicht passiert ist. Dementsprechend greifen auf diesem Beitrag die globalen Einstellungen, die ich getroffen habe. Gehe wieder zurück auf die Beitrag-Details. Ich mache den mal in den Vollansicht, diesen Editor. Das ist mein Content, den ich erstellt habe. Habe da jede Menge Bilder mit eingebunden. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel ein Bild angucke mit der rechten Maustaste und dann auf Bildeigenschaften gehe, dann sehe ich FZ-Server-Manager. Ich kann dann natürlich das auch ausschreiben, FileZilla, Server-Manager. Google bewertet auch, ob die Bilder einen passenden Namen haben. Weil Google kann ja nicht nachgucken, was ist jetzt tatsächlich auf dem Bild zu sehen. Ist da ein Luftballon drauf zu sehen oder ist es tatsächlich etwas, was dem eigentlichen Inhalt der Seite dient? Und daher hält sich Google an die Bildernamen. Genauso ist es wichtig, einen alternativen Text zu hinterlegen. Ich gehe den kompletten Editor gleich durch. Also für die Suchmaschine ist der Name von der Bilddatei wichtig und der alternative Text. Wenn ihr wollt, dass dieses Bild anklickbar ist, dann könnt ihr hier eine URL hinterlegen und legt halt hier auch noch fest, wo es geöffnet werden soll. Vorzugsweise alle Links, die von eurer Homepage wegführen, in einem eigenen Fenster anzeigen lassen. Ihr wollt, dass eure Besucher auf eure Homepage kommen und nicht, dass sie die Homepage wieder verlassen. Und dann haben wir hier hinten noch erweitert und da habe ich ebenfalls noch in die Titelbeschreibung von dem Bild Server Manager in FileZilla öffnen eingetragen. Genauso wie hier vorne den alternativen Text. Nach sowas guckt Google ebenfalls, ob die Bilder dann tatsächlich zum Content passen. Ich weiß, jetzt im ersten Augenblick wird jeder schreien, hey cool, das ist easy, das ist einfach, das mache ich, das kann ich auch. Aber schauen wir uns ganz einfach einmal im Frontend um. Seid nicht gleich so euphorisch. Hier haben wir es nicht. Vorbereitung zur Installation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, sind es 12 Bilder. 12 Bilder, die in meinem Fall jetzt im Nachhinein noch bearbeitet werden müssen. Das ist recht zeitaufwendig. Das ist nicht so, es ist einfach, ja. Aber es ist wirklich zeitaufwendig, das Ganze jetzt im Nachhinein anzupassen. Am besten ist, wenn ihr einen Beitrag schreibt, ein Bild hochladet beim JCK-Manager macht man das ja im Manager drin und die Bilder hochladen, dann gleich den alternativen Text, die Verlinkung, alles gleich mit einfügen, dass das in einem Aufwasch alles passiert ist. Was ich ebenfalls mache, okay, aber ich gehe da vielleicht noch einen Schritt zu weit. Ihr könnt, bevor ihr die Bilder auf euren Server hochladet, auch noch die Eigenschaften der Bilddateien anpassen. Da könnt ihr einen Titel vergeben, da könnt ihr eine Beschreibung hinterlegen, ein Copyright. Das tue ich ebenfalls noch formatieren, bevor ich die Bilder auf dem Server hochlade.
So, zu guter Letzt, ich fasse jetzt nochmal zusammen, was man heute machen kann, um das Google Ranking der eigenen Seite zu verbessern. Als erstes bei System und Konfiguration, das ist das Allerwichtigste, weil das kann man einmal einstellen. Und wenn man irgendwo die Metadaten oder Metabeschreibung vergessen hat, dann werden diese globalen Metadaten dafür verwendet. Und zwar die Metadaten hier herunten, die globalen Metadaten, die man mal global für die komplette Webseite vergeben kann. Metadatenbeschreibung ist hier, die Schlüsselwörter kommen hier, dann die Definition der Robots oder für die Robots, Index und Follow würde ich einmal auf global setzen, für Impressum und Kontakt Formular oder Kontaktseite würde ich dann auf No Index, aber Follow setzen. Genauso die Inhaltsrechte könnt ihr eintragen, je nachdem, was für eine Seite ihr betreibt. Autor, Metatag und Joomla-Version anzeigen würde ich beides auf Ausschalten. Und dann halt hier bei der Suchmaschinenoptimierung die suchmaschinenfreundlichen URLs einschalten, die URL-Rewrite-Funktion aktivieren und am Ende vom Video blende nochmal die ganzen Links ein zu den jeweiligen Videos. Dann den Seitenname auch im Titel anzeigen. Habe ich hier heute halt jetzt mal auf danach gestellt. Dann könnt ihr die Menüs heute halt ebenfalls die Metabeschreibung eingeben, wenn ihr sagt, es ist sinnvoll für dieses Menü eine andere Beschreibung zu verwenden als für die restliche Homepage. Dann habt ihr hier ebenfalls bei den erweiterten Optionen unter Metadaten die Möglichkeit, die Metabeschreibung zu ändern. Ebenfalls das Verhalten der Robots kann hier gesteuert werden. Die Seitenanzeige, Seitentitel im Browser könnt ihr hier eintragen und so weiter. Ihr müsst euch das vorstellen wie eine Baumstruktur. Ist irgendetwas ganz oben steht die globalen Meta-Einstellungen. Falls das Menü nicht anders definiert ist, übernimmt er das, die globalen Meta-Eigenschaften. Und dasselbe könnt ihr natürlich mit den Kategorien machen. Da ich mit Kategorien auf der Frontpage nicht arbeite, sondern die lege ich nur an, damit ich mich im Backend besser zurechtfinde, dass ich dann auch suchen kann. Drum lasse ich die jetzt einmal weg. Aber in die Beiträge verwende ich sehr wohl die Möglichkeit, halt erstens einmal die Metadaten zu definieren. Kann man hier ebenfalls machen, die Schlüsselwörter, wieder die Definition für den Robot. Inhaltsrechte kann man eintragen. Aber das Wichtige sind halt Meta-Beschreibung und Schlüsselwörter. Und halt, ich schaue, dass die Bilder tatsächlich, der Name der Bilder tatsächlich zum Content passt und dass das von Google nicht als Dekoration erkannt wird. Das war es jetzt einmal im Großen und Ganzen. Ich glaube, ihr habt jetzt da jede Menge zu tun auf eurer Homepage. Ich wünsche euch viel Erfolg dabei. Ich hoffe, ihr werdet nicht so schnell frustriert. Weil das ist echt ein langweiliger Job. Ich werde dann in Zukunft zeigen, wie man die Google Analytics in die eigene Homepage einbindet. Weil man möchte ja irgendwie seine Arbeit dann bewerten, ob mir das jetzt etwas gebracht hat. Kommen jetzt mehr Besucher auf meine Homepage, hat sich das Google Ranking verbessert und so weiter. Da möchte ich dann zeigen, wie man das halt in die Homepage mit einpflegt, den Analytics Code. So Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen bzw. geholfen. Bei Fragen oder Anregungen könnt ihr gerne unter dem Video in die Kommentare posten oder ihr schreibt mir bei YouTube eine Mail. Ich werde versuchen, so rasch wie möglich auf eure Fragen zu antworten. Wem das Video gefallen oder geholfen hat, den bitte ich es zu liken bzw. meinen Kanal zu abonnieren, damit er die nächsten oder kommenden Videos nicht verpasst. Genauso, ich habe mir eine Facebook-Seite erstellt, auf der ich die ganzen Anfänger-Tutorials nach und nach jetzt veröffentliche. Vielleicht hat der eine oder andere Lust, mir auf Facebook zu folgen. Die Seite ist niegelnagelneu. Wie ihr seht, es ist noch nicht wirklich viel drauf. Ich habe jetzt die ersten 4 Videos veröffentlicht. Ja, dann bleibt mir nur noch, euch einen schönen Tag zu wünschen und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ciao!